Tag kam mein Chef zu mir und meinte, ob ich was dagegen habe, wenn wir nach Sydney fahren, auf eine Baustelle. Ich so, nee, kein Ding. Ja, dann hat er gemeint, ja, wir fahren gleich heute Abend los. Dann sind wir auch, nachdem ich fertig war arbeiten, sind wir nach Hause gefahren, Sachen gepackt und dann ging es auch gleich los. Dann sind wir bis ungefähr 23 Uhr gefahren. Dann haben wir in einem Hotel geschlafen. Dann sind wir um 6 Uhr morgens weitergefahren, waren um 9 Uhr auf der Baustelle. Dann haben wir alles abgeladen vom LKW. Eigentlich sollte es mit dem Kran hochgebracht werden, aber der Kran konnte da nicht parken, weil der Untergrund zu weich war. Also durften wir alles schön per Hand hochschleppen. Und dann haben wir noch gleich, ja, Großteil aufgebaut, fertig montiert. Und ja, morgen sind wir nur noch einen halben Tag da und dann fahren wir auch schon wieder zurück. Ich war eben hier unten, da wollte ich eigentlich die Harbour Bridge filmen, aber man kann die von da aus gar nicht sehen. Aber dafür habe ich ein bisschen Segelboote gefilmt. Jetzt versuche ich mal einen besseren Spot zu finden, um die Harbour Bridge zu filmen. Ich fahre heute nach Coffs Harbour. Da gibt es ein Sky Pier, Forest Sky Pier nennt sich das. Das ist so eine Aussichtsplattform. Sieht ganz nice aus. Heute ist Wetter gut. Ich habe das Surfboard mal mit hinten reingeschmissen, aber die Wellen werden wahrscheinlich nicht gut genug sein. Aber dann chill ich halt am Strand. Auch okay. Heute ist Sonntag, morgen geht es wieder arbeiten, also Sonne tanken. Ich habe jetzt da hinten geparkt, weil da einfach Parkmöglichkeiten sind. Ich weiß nicht, wie es da vorne aussieht. Ich laufe jetzt so 300 Meter und dann müsste ich an dem Pier sein, wo man dann eine mega Aussicht hat. Jetzt bin ich hier an dem Sky Pier angekommen. Ich werde da jetzt mal drauf laufen und dann die mega Aussicht genießen. Genug die Aussicht genossen. Jetzt werde ich mal da runterfahren an irgendeinen Strand und ein bisschen in der Sonne chillen. Was ich heute auch noch ein bisschen filmen will, ist, da ist in Grafton ist so ein Blütenfest. Da sind die ganzen Bäume. Ich weiß nicht genau, wie die Bäume heißen, irgendwie Jacordia oder so. Die blühen gerade und die sind halt so lila. Schauen wir uns mal an. Ich laufe gerade zurück zum Auto von dem Lookout und dann fahren wir an den Strand. Hab mein Handtuch natürlich vergessen, aber naja, geht auch ohne Handtuch am Strand. Jetzt am Strand angekommen. Es sind auch eigentlich ein paar Wellen da, aber ich weiß nicht, es sieht nicht so einladend aus. Da machen sich gerade zwei andere Surfer fertig und dann gucke ich mal, ob das was taugt. Und wenn in der Zeit laufe ich mal da hinten aufs
so ein Hügel drauf. Kann man den sehen da? Jo. Puh, hier ist es extrem windig, aber richtig nice Aussicht. Ja, ich zeig's euch mal am besten. Ja, ich laufe wieder zurück. Ich glaube, heute wird es nichts mit Surfen. Wind ist viel zu krass. Handtuch habe ich eh vergessen. Ich bin auf dem halben Weg zurück nach Grafton und es geht nichts mehr voran. Scheinbar ein Autounfall in der Baustelle. Es ist nur einspurig auf beiden Seiten. Und ja, jetzt stehen wir hier. Also ich stehe jetzt seit 5 Minuten. Google sagt, es dauert 10 Minuten länger, aber ich glaube, es dauert länger als 10 Minuten, aber ja, mal schauen. Sind jetzt auch die ersten Autos wieder entgegengekommen. Vielleicht lassen sie immer Leute vorbeifahren oder wie auch immer. Hoffentlich dauert es nicht allzu lange. Geht immer nur Stop and Go mäßig voran. Ich wollte euch ja eigentlich heute noch die Bäume und so zeigen, also das Blütenfest da in Grafton, aber ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe, bevor die Sonne untergeht. Ja, mal schauen.